Liebe Freundinnen und Freunde, wir alle hier und viele Menschen da draußen wissen, dass es in den nächsten Jahren viele Veränderungen geben wird. Ein Strukturwandel, der mehr bedeutet als der Kohleausstieg im Mitteldeutschen Revier oder in der Lausitz. Ein Strukturwandel, der alle Unternehmen, das Handwerk, Vereine, Verbände, Kommune, unser aller Lebensbereiche und Arbeitsbereiche betreffen wird, hin zu mehr Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Am Montag haben wir Annalena Baerbock zu unserer ersten bündnisgrünen Kanzlerkandidatin gewählt. Und mit den Reaktionen ist mir klar geworden, es geht überhaupt nicht mehr um das Ob, es geht nur noch um das Wie. Wie schaffen wir das mit der Energiewende, der Agrarwende, der Verkehrswende? Wie schaffen wir mehr Gleichberechtigung in den Parlamenten und in den Vorständen, mehr Solidarität und mehr Zusammenhalt? Wie schaffen wir diese Übergänge? Wie kriegen wir das hin? Das ist die Frage, die uns momentan beschäftigt. Meine Antwort darauf, und deswegen kandidiere ich heute hier für Platz 2, ist folgende. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir neue Bündnisse brauchen, neue Bündnisse suchen und aufbauen müssen. Im ländlichen Raum, mit den Menschen im ländlichen Raum, mit den Kommunen, mit den Handwerkerinnen und Handwerkern, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern dort. Denn auf die wird es ankommen. Vieles von dem, was wir umsetzen wollen, findet genau dort statt. Dort wächst das Biogemüse, was wir brauchen. Dort werden noch mehr Solaranlagen und Windkrafträder stehen. Für die Energiewende, für mehr grünen Strom. Dort sitzen die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Handwerker, die oft über Funklöcher und lahmes Internet fluchen und nicht arbeiten können. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe heute hier und bewerbe mich um Platz 2, um mit euch Klinken putzen zu gehen. Dort, wo wir Menschen noch nicht erreicht haben. Bisher. Und ich weiß, dass das klappen wird. Nicht nur, weil wir jede Menge Ideen und Vorschläge in unserem Wahlprogramm haben. Die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, Ideen, Liegenschaften des Bundes den Kommunen zu übergeben, damit wieder Orte des Zusammenlebens entstehen können, den Fernverkehr besser anbinden. Wir haben viele Ideen. Ich weiß auch, dass wir erfolgreich sein werden, weil ich es schon einmal erlebt habe, wie es richtig gut gehen kann. Und zwar bei der Oberbürgermeisterinwahl in Görlitz, wo wir 28% geholt haben. 28%, weil wir uns aufgemacht haben, zugehört haben, Extreme ausgehalten haben, den Dialog gesucht haben, die Lebens- und Arbeitserfahrungen der Menschen ernst genommen haben, ihre Ideen mitgenommen haben, neue Ideen entwickelt haben und Lust gemacht haben, Politik zu gestalten. Wir können das, wir haben es gezeigt und ich weiß, wir werden erfolgreich sein. Nicht nur in Ostsachsen, nicht nur in Görlitz. Ich stehe heute hier, weil ich Politik in den ländlichen Räumen in ganz Sachsen machen möchte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stamme aus einer Familie, die mit Politik nicht viel am Hut hatte. In unserem Bücherregal standen keine Bücher von wichtigen Politikern oder vom Bundestag, aber ein Buch über die Vögel der Oberlausitz. Ich stamme aus einer Landwirtschafts- und Arbeiterfamilie. Mein Vater hat mir viel über die Landwirtschaft und über die Natur beigebracht. Mit meiner Mutter habe ich 2 Restaurants und eine Pension aufgebaut. Mitdenken war der Anfang jeder jagilischen Belehrung. Mitdenken, was das, was ich tue und mache, für Auswirkungen hat auf andere und anderes. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen gerne in unseren Dienst stellen. Ich bin Übersetzerin, ich bin Netzwerkerin und ich bin eine Mutmacherin. Ich habe viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Ich komme nicht nur aus einem Familienunternehmen, ich war auch solo selbstständig und ich habe viele Jahre für einen internationalen Konzern gearbeitet. Hier in Deutschland, in den USA, im Iran. Ich kenne die Sprache der Wirtschaft. Ich weiß um ihren Wert. Ich weiß, wie wichtig die Wirtschaft ist in den nächsten Jahren und wie wichtig es ist für uns,
an unseren Zielen festzuhalten und einzufordern, was jetzt dran ist. Als KV-Sprecherin in Görlitz suche ich regelmäßig den Austausch mit dem Handwerk. Als Mitglied des Landesvorstands unterstütze ich aus tiefstem Herzen, dass wir endlich einen Wirtschaftsbeirat hier in Sachsen gründen, um diesen Austausch regelmäßig durchzuführen. Liebe Freundinnen und Freunde, Netzwerken klingt so neudeutsch, klingt so hip, ist das, was wirklich gerade im ländlichen Raum wichtig ist, die Menschen zusammenzubringen, die richtigen Leute zusammenzubringen, die Ideen zu verknüpfen und zu verbinden, damit was wachsen kann, sich was verwurzeln kann, über die Projektförderung hinaus, damit was stark werden kann. Das ist das, was wir dort brauchen. In Zeiten, wo die SPD abzieht, die Linke auch und die CDU ihr Vertrauen verspielt hat. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein und die Menschen verbinden mit unseren Ideen und mit dem, wie wir helfen können. Ich habe das im Rahmen meiner Landesvorstandsarbeit versucht, hier im Landesverband, Frauennetzwerk, Mentoringprogramm, Kommunali-Netzwerk mit initiiert und auf die Schiene gebracht, weil ich weiß, auch wir können viel voneinander lernen. Wir müssen das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Wir können uns so gut unterstützen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß, der Politikbetrieb ist vielseitig. Ich habe im Bundestag gearbeitet, für eine Landtagsabgeordnete. Ich weiß, wie Kommunalpolitik geht. Ich weiß, das ist manchmal verwirrend. Aber ich werde nicht müde, diese verschiedenen politischen Ebenen zu erklären und Mut zu machen, sich trotzdem einzubringen, Fragen zu stellen, im Kreistag, im Gemeinderat. Das ist mühsam, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Aber ich werde das nicht aufgeben. Ich stelle meine Erfahrung, meine Kraft und meine Leidenschaft gerne in unseren Dienst. Vielen Dank.